heute wird's karibisch. Wir machen jetzt gefüllte Hähnchenbrust mit Mango. Dazu habe ich schon mal eine Füllung vorbereitet, die seht ihr hier. Da ist natürlich Mango drin, geriebenen Manchego, ein bisschen schöne frische Peperoni, Schnittlauch und schon von unserer schönen Gewürzmischung. Die ist relativ süßlich, da ist Mangopulver drin, Ananaspulver, ein bisschen rosa Beeren, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, alles sehr fein im Mörser gemahlen. Und damit werden wir gleich die Hähnchenbrust auch noch würzen. Erstmal müssen wir jetzt eine Tasche reinschneiden. Die Tasche schneiden wir so von der Seite, am besten ein sehr dünnes Messer nehmen, kleines Messer, reinstechen und so runterfahren. Bitte aufpassen, dass ihr nicht durch die Hähnchenbrust schneidet, sodass kein Käse austritt. Kommen wir zum Marinieren. Die Hähnchenbrust geben wir dafür in eine Schale. Ein bisschen Rapsöl mit dazugeben und schön verteilen, dass überall schön das Öl ist. Und jetzt nehmen wir hier von unserer Gewürzmischung einen guten Schwung mit dazu, vor allen Dingen in die Taschen. Das ist ganz wichtig, dass wir die Hähnchenbrust auch von innen drin würzen. Ein bisschen von der Füllung reingeben, nicht zu viel, weil wir wollen wirklich nur innen drin eine ganz kleine Menge drin haben. So sieht's aus. Weil sonst bleibt die Füllung nicht in der Tasche, sie tritt aus und das wollen wir natürlich nicht. So kurz zusammendrücken, die Filetspitze so runterdrücken, dann haben wir hier so ein kleines Paket. So legen wir sie uns erstmal aufs Brett, das gleiche machen wir mit den anderen. So, unsere Hähnchenbrust ist gefüllt, wir nehmen jetzt unseren Bacon, den legen wir schön aus. Zwei Scheiben nebeneinander, leicht überlappen und dann kommt unsere erste Hähnchenbrust auch wieder so in die Mitte und hinten so rüber, ein bisschen nach hinten ziehen, wie so eine Sushi-Rolle und dann schön drinnen einwickeln. Die Tasche ist an der Seite geschlossen, der Käse kann nicht raus, also die Füllung tritt auf keinen Fall nach außen, an die Seite legen und weitermachen. So, dann werden wir mal unsere Hula-Hula-Mädchen auflegen. Bitte darauf achten, dass die Taschen geschlossen sind und vor allen Dingen, dass der Bacon hier unten auf die Roste kommt, dass es eine Verbindung gibt, dass die nicht aufgehen, gerade beim Wenden. Und dann warten wir so ca. 4 bis 5 Minuten und grillen die von der anderen Seite auch nochmal so ca. 3, 4 Minuten höchstens, machen den Grill komplett aus und wir nutzen dann die Restwärme in dem Kessel zum Nachziehen. Dann nehmen wir sie runter und schneiden die auf. So, hier ist unsere fertig gegrillte Hähnchenbrust. Die werden wir jetzt gleich mal aufschneiden. Ich mache mir hier mal kurz ein bisschen Platz. Nehmen wir gleich mal die in der Mitte liegt. So. Schön schneiden. Hammer. Leichte rosa Färbung. Genau auf den Punkt. Wir schneiden mal weiter. Käse schmilzt gut. Der Bacon geht ein bisschen ab. Ist nicht schlimm. Zusammennehmen. Alter. Ja, Oberhammer. Schöne Süße durch unsere Marinade. Diese Herzhaftigkeit von dem krossen Bacon. Ganz, ganz frische Note von dem Chili. Die Mango kommt richtig gut zur Geltung. Top. Einfach nur Hammer. So, reicht jetzt aber mit der Rumalberei hier, okay? Nicken. Gut. Nachgang. Dieses Herbe, dieses Herzhafte von dem Bacon, denn diese fruchtige Süße. Das ist was für die Ladies, ne? Ist nicht nur für die Ladies, also ich bin der Meinung, das passt. Hier jetzt noch eine schöne, so eine fruchtige Soße dazu oder so. Ja, eine Mangosoße, kein Spruch. Dazu irgendeine Süßkartoffel, Hammer. Süßkartoffelpommes hierzu. Das ist es.